ist der zweite Teil der diesjährigen Frankenklassik, die 25. hier in Hohenfeld bei Kitzingen. Beim VW Spindler SC Classics. Muss mich beeilen, weil die meisten Autos fahren jetzt hier wieder los. Hier ist nochmal der Opel Ascona, den ich vorher als Mann da erst betitelt hatte. Tut mir leid. Nicht getäuscht. Hier haben wir einen wunderschönen Jaguar E-Type. Ja, da ist der. Ein Ferrari Magnum, lass grüßen. Porsche Carrera mit Entenbrötzel. Hier sind wir den Entenbrötzel, Heckspoiler, Armatur. Vorder. Das ist ja das ganze Gelände hier beim Spindler Classics in Kitzingen, also Hohenfeld bei Kitzingen. Hier ist die Durchfahrt, wo vor die Oldtimer durchgefahren sind. So, da fahren jetzt schon wieder die Oldtimer weg.
Was heißt das? Echt, ich glaube, was ich aber nicht klar ist, das ist verrückt. Also Leute, ich hoffe, euch ist bitte gefallen. Aber nehmt mich gleich mit, mein Name ist ja aus Pondek, jetzt fängt gleich zu regnen an. Ich gehe jetzt lieber nach Hause, das ist das Ende vom Video, bevor es richtig runterhaut und das Handy kaputt geht. Also gut, Spaß beiseite, aber wie gesagt, das war jetzt der zweite Teil von der Frankenklassik 2024. Der 25. Frankenklassik hier in Hohenfeld bei Kitzingen beim VfB Spindler. Bei der SC Classics Spindler. Okay, Leute, dann ciao, ciao, ciao. Bis zum nächsten Video. Euer Johannes Pontiac.